Hallo ihr Lieben und willkommen zu Part 4 der Wax to Witches Challenge. Und wir sind jetzt zurück bei der lieben Malaika. Und sie ist wunderschön, aber super genervt. Und deswegen starten wir jetzt mal rein, damit wir sie ein bisschen glücklicher machen können. Also viel glücklicher können wir sie auch gar nicht machen, weil sie... Was? Hä? Okay, was ist das hier? Okay, aber mal ganz kurz. Sie ist etwas... genervt. Sie hat jetzt einen irrationalen Hass gegen die Sonne. Ich glaube, damit sollte sie sich aber abfinden, weil sie wohnt hier mindestens auch mitten im Wasser. Und ich glaube, da ist es ein bisschen blöd, die Sonne nicht zu mögen. Sie hat jetzt irgendwie ganz komische Sachen. Sie hat jetzt einmal hier Bedürfnisse verwaltet, fähige Sinn und Leben. Was? Das können wir mal behalten. Aber wieso ist das jetzt hier? Ist das neu? Was ist das? Hä? Wurde hier, Leute, also wurde seit dem Update hier irgendwas verändert? Du hast die fähigen Sims Entdeckungsquest gestartet, mit der du lernst, welche Fähigkeiten es gibt. Du hast die Bedürfnisfunktionen ansehen. Okay. Ich lasse es jetzt erstmal offen, mal schauen, ob da noch irgendwas passiert. Vielleicht ja auch nicht. Im letzten Part haben wir angefangen, mit den Jungs ein bisschen auf, ich wollte jetzt gerade sagen Tinder, nee, geh mal schnell auf Toilette, auf, ich will mal Plopsi sagen, was ist denn nicht Plopsi, auf, Sozialhase zu schreiben, und da haben wir auch mit beiden ein bisschen geschrieben und so, und haben zum Beispiel auch geschrieben, Hallöchen, ich wünsche dir einen schönen Tag und dein Style ist fantastisch, zeig mir, wie du das machst. Also, ja, wir können ja nochmal eine neue Nachricht schicken, vielleicht auch eine, ich finde, krokette Nachricht finde ich schon extrem. Ich warte einfach mal, ob die noch irgendwas anschreiben. Und worauf ich auch sehr Lust hätte, wäre, dass wir uns vielleicht doch nochmal mit Luke ein bisschen anfreunden, weil ich will ihn jetzt nicht nur, weil er irgendwie... weil die sich am Anfang nicht mochten, jetzt komplett ausschließen. Weil ich weiß nicht genau, aber ich sehe sie halt auch, also das muss ich mal ganz kurz sagen, ich sehe sie null mit Möko irgendwie gerade. Ach, das ist ja Henry. Ich weiß nicht, also mit Henry dann doch vielleicht, also ich bin mir noch so ein bisschen unsicher. Ich finde alle drei voll cool, aber irgendwie, ich finde halt auch Luke richtig cute. Also ich würde auch gern... dass sie sich nochmal ein bisschen mit Luke anfreundet und wir da einfach mal schauen, ob da noch irgendwas entsteht oder nicht. Genau. Im letzten Part haben wir ja dann auch ein paar andere Sachen noch gemacht. Wir haben zum Beispiel, haben wir jetzt ein Toilettenhaus und das macht mich irgendwie sehr glücklich. Ich habe doch ein Dach platziert. Ah, ein Dach. Wunderschön. Und ich bin super glücklich. Wir haben gerade den Finger von Solani gefunden, weil wir ja auch nicht gerade Frösche gesammelt haben. Geil. Wir haben den gleichen nochmal gefunden. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, dass wir den einen verkaufen dürfen. Das heißt, wir haben jetzt 1000 Simoleons. Wow. Okay, ich weiß nicht, mit welchem Frosch ich beim letzten Mal gezüchtet habe. Ich glaube, mit dem teuren, oder? Oder mit dem Hypnofrosch. Ach, ich weiß es nicht mehr. Nee, bitte plaudere jetzt nicht unbedingt mit fremden Menschen, die ich nicht kenne. Nee, hör mal auf. Ich will nicht, dass du dich mit fremden Männern unterhältst. Ich spule das mal ein bisschen vor, dass sie mal hier schnell einmal die Sachen ein bisschen ausgibt. Ich hoffe, das findet jetzt nicht so super schlimm. Wir können auch wieder neue Frösche züchten. Dann züchten wir den mit dem da. Okay, dann haben wir den auch einmal raus. So, die drei Ananas, die können wir mal verkaufen. Kiste können wir auch verkaufen. Und danach, eigentlich wollte ich sie ja mal wieder in das Ding hier reinlaufen lassen. Aber ich glaube, heute würde ich sie gerne noch ein bisschen angeln lassen. Deswegen kann sie danach mal nach Hause kommen. Oder wir können halt auch mal sagen, dass sie vielleicht doch nochmal einen der Jungs trifft. Aber ich glaube, darauf würde ich erstmal nicht ankommen lassen. Wir können halt auch mal Luke einfach mal fragen, ob er...
Wir können ihm ja mal eine SMS schicken. Nee, du magst Fitness. Ich sag jetzt, du magst Fitness. Also, wir waren noch nie beim Abschlussball. Ich glaube auch nicht, dass wir da hingehen wollen. Genau, im letzten Part haben wir ja, wie gesagt, ein bisschen mit den Jungs gechattet. Die waren auch, glaube ich, irgendwie beide sehr motiviert, mit uns zu schreiben. Wie gesagt, es war halt auch so, dass der liebe Laser, der hat so ein bisschen kokett auch ein bisschen geantwortet auf, sag ich mal hier auf, hey Henry, ich habe ein neues Wort gefunden, Plagiarismus. Da hat er irgendwie geschrieben, dein Style ist fantastisch, zeig mir, wie du das machst. Und da dachte ich mir so, ah, okay, sehr toll, aber gut. Ich frage mich gerade, wie kann ich nochmal ein Feed posten? Wir können halt mal schauen, können wir eigentlich jetzt den lieben. Nee, wir können ihn noch nicht hinzufügen, weil ich würde halt gerne Luke hinzufügen. Aber es geht irgendwie nicht. Und ich finde es halt auch irgendwie komisch. Wir können ja mal mit ihm plaudern. Oh, ein gebrochenes Herz. Ich finde es halt auch komisch, dass wir jetzt einfach sagen, ey, komm mal hier vorbei. Und er mag uns halt nicht, weil ich glaube, da hat sie dann eher Angst, dass er halt irgendwie weitererzählt, dass sie auf einer einsamen Insel wohnt. Und ich glaube, das würde sie auch nicht unbedingt machen. Deswegen würde ich halt erstmal sagen, wir probieren vielleicht erstmal deren Beziehung so auf mittelmäßig zu machen, dass sie dann langsam mal Lust hat, sich mit ihm zu treffen oder so. Könnte ich mir halt ganz gut vorstellen. Ganz kurz, es tut mir auch leid. Ich habe mir mal die Videos ein bisschen durchgelesen. Durchgelesen, genau, weil man Videos durchlesen kann. Meine Maus ist etwas laut. Ich muss da mal schauen, ob ich da noch eine Lösung finde. Vielleicht eine neue Maus oder irgendwie anders, aber die ist halt irgendwie sehr laut und ich weiß nicht wieso. Jetzt können wir mit dem schreiben. Das finde ich cool, weil dann könnten wir ihm eine freundliche Nachricht schreiben. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was sie geschrieben hat. Stimmt, sie hat ja auch immer zu Henry geschrieben, Henry, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Ich finde, das habe ja nicht ich gesagt, dass sie das schreiben soll. Ich habe halt einfach gesagt, eine freundliche Nachricht. Und ich würde halt das halt auch wirklich machen, weil sie hat gesagt, hey, ich hätte Bock, mich mal mit dir zu treffen. Henry, hast du vielleicht Lust, dass wir mal was machen? Sie hat ja jetzt nicht spezifisch gesagt, ey, komm zu mir rüber oder ich komm zu dir rüber. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wir halt einfach mal sagen, gut, wir unternehmen mal was mit Henry und Malaika, weil sie wünscht es sich ja auch so ein bisschen. Und jetzt hat sie geschrieben, Luke, hast du mal darüber nachgedacht, Gitarre zu lernen? Ich glaube, du rockst hier. Das ist ja so zur Hälfte, ey. Kannst du Gitarre spielen? Und ich glaube, wenn du es machst, dann glaube ich, bist du sehr gut. Also es ist schon ein Kompliment, aber es ist ein freundschaftliches Kompliment, würde ich jetzt denken. Ich würde jetzt auch nicht schauen, was die jetzt auf unsere Nachrichten geantwortet haben, weil ich will es eigentlich auch gar nicht sehen, weil ich habe halt eigentlich auch wenig Lust, es mir anzuschauen. Genau, und dann haben wir im letzten Part noch hier ein neues etwas gekauft. Und ich würde halt auch mal sagen, dass wir da jetzt nochmal was machen könnten. Oh, wie süß. Und, ah, nee. Oh nein, die Verbindung ist abgebrochen. Aber, und das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen komisch. Sie freut sich, dass sie nicht mehr mit Luke telefonieren konnte. Weil sie ist ja glücklich, weil die Verbindung abgebrochen ist. Und wäre die Verbindung nicht abgebrochen, dann hätte sie ja weiter mit ihm telefonieren können. Das könnte man halt jetzt, wenn, so deuten, dass sie ihn wirklich mag und glücklich ist, dass sie nicht mehr mit ihm telefoniert, weil vielleicht die ganze Zeit Schmetterlinge in ihrem Bauch sind. Oder weil sie ihn nicht mag und keinen Bock hatte, mit ihm zu telefonieren. Die freie Natur und perfekter Post. Okay. Ich spule mal ein bisschen vor, dann kann sie nämlich immer ein bisschen angeln. Weil ich wollte halt, dass sie mal Stufe 2 erreicht. Okay, sie hat Stufe 2 nicht erreicht, weil die Fische zu schlau sind. Deswegen werden wir jetzt gleich einfach nochmal die Falle überprüfen. Ich hoffe halt auch einfach, dass das mit dem Zeug da funktioniert hat, was ich eingestellt habe, dass sie halt danach mehr machen kann. Sie schaut jetzt aber einmal ganz kurz, ob die. Okay, kannst du mal einmal ganz kurz die Falle leeren? Weil ich würde halt gerne die Fische ihr zum Abendbrot machen. Deswegen, ja. Ich züchte mal einmal schnell. Okay, jetzt hatten wir den gestreiften Herzfrosch. Okay, wir haben ein Auge von Zulani. Kannst du mal einmal ganz kurz die Falle präparieren. Und zwei Goldfische. Wie süß. Genau, und dann könnten wir ja mal sagen,
dass sie sich ein Fisch brät, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Und das Zweite ist, was ich noch ganz cool finden würde, wäre, weil sie hat ja jetzt einen Fisch und vielleicht können wir dann sagen, ja, sie hat einen Fisch, wie nennt man das, ein Fischglas? Also, wo man halt so Fische reinmachen kann. Genau, sowas hier. Also, dass sie halt so einen kleinen Fischfreund hat. Und das finde ich irgendwie ganz sweet, wenn wir so ein Fischding hier haben. Und da könnte sie ja dann einen Goldfisch reinmachen. Fisch hinzufügen. Aber das kann sie ja gleich machen. Oh, der wurde. Ach Gott, ist der süß. Das ist voll süß. Oh, mach grill mal bitte einmal einen gegrillten Fisch. Die ganzen Blümchen können wir noch verkaufen, weil ich habe ja beim letzten Mal gesagt, sie soll sich Blumen kaufen und dabei hat sie aber nur Blumen bekommen. Also es war nicht so erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal hier Erntefest ist. Ich weiß auch gar nicht, wann ist eigentlich Erntefest immer? Weil Erntefest, da kriegt man ja manchmal immer so paar Sachen. Erntefest ist erst im Herbst. Ich glaube, das ziehe ich dann vor. Weil ich finde halt auch so, man kann ja auch für die neue Saisonstart, das hört sich so blöd an. Wir können ja einfach mal sagen, am Montag fügen wir mal schnell einen Feiertag hinzu. Wir können ja einfach so, oder ich würde das offline mal machen. Ich würde da einfach mal einen Feiertag hinzufügen, wo vielleicht halt auch die Gartenzwerge kommen. So ein Fest, wo man so ein bisschen Dankbarkeit mit Familie ausdrückt und so weiter. Was sie ja super viel hat, aber finde ich halt auch ganz cool. Jetzt kann sie es mal einweihen. Jetzt kann sie hier auf Toilette gehen und schnell und lauwarm duschen. Wie cool. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, da dürft ihr auch noch mitentscheiden, dass sie ab Stufe 8 oder Stufe 10 der Geschicklichkeit, Fähigkeit vielleicht dass wir ihr dann ein Haus machen. Oder eher gesagt, dass wir dann dieses Abseits des Netzes Merkmal entfernen. Genau, mal schauen, wie lange das noch dauert, weil ich würde es halt auch einfach davon abhängig machen, wie schnell hat sie es, wie weit sind wir da schon. Also so halt ein bisschen. Okay, ein Buch lesen oder Fernsehen lösche ich mal, weil ich finde das irgendwie, das passt irgendwie nicht so. Genau, dann ist gleich. Okay, da fängt jetzt jemand an mit der Pferdeskulptur vorsetzen. Aber bevor wir die Pferdeskulptur weitermachen, habe ich mir was Kleines überlegt. Und zwar ist die Malaika ja jetzt schon seit fast 6 Tagen auf der Insel. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie langsam das ja alles sehr heiß, als sehr heiß empfindet. Und vielleicht geben wir ihr mal etwas Neues. Und zwar finde ich nämlich auch, also ich liebe ihre Frisur und ich liebe sie unfassbar. Ich finde ihr Gesicht wunder, wunder, wunderschön. Ich hätte ihr mal andere Augenfarben geben sollen. Leute, ich habe auch braune Augen, deswegen habe ich damit gar kein Problem. Aber ich meine damit vielleicht ein anderes Braun. Warte mal. Habe ich ihr. Oh nee. Oh bitte nicht. Och nee, ich habe ihr Kontaktlinsen gegeben. Warte mal, ich will nur mal schauen, ob ich da noch schönere braune Augen habe. Weil dann würde ich nämlich vorher gerne andere braune Augen geben. Vielleicht die hier, weil die finde ich wirklich schön. Also wenn so dunkle. Ich finde ja auch die dunklen, finde ich auch mega schön. Ich glaube, ich finde die voll schön. Ich hätte halt auch voll Bock auf so blaue Augen. Aber ich glaube, das ist zu krass. Deswegen würde ich ihr die braun hier geben. Oder ich gebe ihr die, weil die finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Und dann würde ich nämlich mal ihre Kontaktlinsen mal einmal rausnehmen. Falls euch die Kontaktlinsen besser gefallen, könnt ihr mir das natürlich auch schreiben. Dann würde ich die auch wieder zurückändern, aber ich finde erstmal, finde ich das irgendwie ganz schön so. Genau. Und die zweite Sache war jetzt, dass ich gerne noch ihre Haare ändern würde, weil ich finde, dass man, wenn man lange auf einer Insel ist, vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat, sich die Haare schön zu machen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht sich so dachte, so ja, ich mache mir mal so einen Zopf oder ich habe meine Haare abgeschnitten oder so. Also sowas halt in die Richtung. Also, dass sie halt nicht so viel Zeit hat für ein paar Sachen. Wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sie sich jetzt ihre Haare abgeschnitten hat, aber vielleicht halt einfach schnell eine Frisur braucht und dann halt einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Natürlich, die andere Frisur war jetzt auch nicht so, dass
ich jetzt sagen muss, boah, da hat sie jetzt super viel rumgerichtet oder so weiter. Also da stand sie jetzt lange vorm Spiegel und hat da was probiert. Aber ich fand halt schon, dass sie gemacht aussah, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen dachte ich mir, so können wir einfach mal schauen, ob wir halt irgendwas haben, wo wir uns jetzt so denken, so, boah, geil, das gefällt mir. Und wir können ja auch erstmal sagen, vielleicht kriegt sie auch erstmal so ein Dutt oder sowas hier, wo man halt nicht so sieht, wie lange es ihre Haare so sind. Sie hat ja, glaube ich, würde ich denken, so ein bisschen Naturwellen. Vielleicht kriegt sie auch sowas in der Art, aber ich finde das, da können sie halt schon dann so ein bisschen länger dran gesessen haben, sage ich mal so. Weil ich will ihr halt sowas geben, wo man halt denkt, boah, das hat sie jetzt so auf die Schnelle gemacht. Und vielleicht hat sie sich ja wirklich die Haare ein bisschen kurz geschnitten, aber halt jetzt nicht so super kurz. Ich weiß halt noch nicht so, wohin mit ihr. Aber ich glaube, ich würde ihr... das gebe ich ihr. Können ihr halt auch sowas geben oder sowas hier. Ich finde auch, ich liebe auch die Frisur, weil da könnte man halt auch so sagen, ja, das flechtet sie sich vielleicht auf die Schnelle oder so. Oder was anderes, also. Oder wir geben erstmal so eine kurze Frisur. Finde ich halt auch süß. Wenn sie halt erstmal sich so ein bisschen die Haare abgeschnitten hat und sich so gedacht hat, so ja, das will ich. Oder wir geben erstmal sowas. Irgendwie, das überzeugt mich alles nicht so. Okay, ich glaube, ich gebe jetzt erstmal die Frisur. Weil ich jetzt nicht finde, oh mein Gott, wie gut steht ihr bitte dieses Dunkelbraun. Weil ich jetzt nicht finde, die sehen super gemacht aus, aber die sehen schon irgendwie ein bisschen besser für hier aus. So, und dann würde ich ihr gerne noch ein bisschen mehr Solani-Vibe geben. Es muss ja jetzt nicht super mehr schön aussehen und könnte ja auch schon so ein bisschen, also ein bisschen, wie nennt man das? So ein bisschen fad aussehen, aber so ein bisschen Sulani-Vibe hätte ich dann schon Lust drauf. Vielleicht geben wir auch sowas, also jetzt vielleicht nicht sowas. Okay, ich finde eigentlich sowas voll cool, weil da sehe ich sie halt auch so ein bisschen. Vielleicht in so einem Blau. Warte mal, was trägt ihr denn sonst so für Farben? Wir könnten ihr, weil ich habe ja mal gesagt, ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn sie so ein bisschen lila mag. Vielleicht haben wir ja irgendwas Lilanes. Oder vielleicht trägt sie jetzt auch mal so ein bisschen blumigeres. Und die Fahrhose können wir ja einfach in einer anderen Farbe geben. Und ich finde es schon mal viel süßer. Dann können wir ihr so Sandalen geben. Weil ich glaube jetzt nicht, dass man so Schuhchen auf Solani anziehen würde. Deswegen, also ich glaube, wir geben jetzt mal so eine Sandalen. Und ich finde es gleich viel süßer. Oh mein Gott, sie ist so süß. Also ich finde halt, sie sieht jetzt sehr erwachsen irgendwie aus. Aber ich finde es halt auch schön. Muss ich schon sagen. Ich finde es wirklich ganz süß. Okay. Also ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es so findet. Weil ich finde es eigentlich ganz cool jetzt ihr... Kleines, feines Umstyling. Es war ja jetzt wirklich kein riesiges. Hat einfach mal so, vielleicht hat sie sich halt einfach mal gedacht, sie braucht halt einfach mal eine Veränderung. Oh, einen neuen Frosch. Geil. Wir haben einen neuen Frosch. Wir haben einen neuen Frosch. Wir haben mit dem gestreiften Erdpflanzenfrosch jetzt einen Wirbelerdfrosch gezüchtet. Mit welchem Frosch habe ich eigentlich davor mal gezüchtet? Mit dem Zielscheibenfrosch, okay. Ich lasse ihn nämlich jetzt gerade mal immer ganz kurz hier ein bisschen. Die Dings da vielleicht mal. Ah, es hat funktioniert. Und zwar, was? Wir können einen Holzstab machen. Also, wir können jetzt Möbel herstellen. Das ist auch ganz cool. Wir können halt jetzt so Gartenpflanzkisten machen. Für halt, für den Garten halt. Das finde ich halt sehr cool. Und das kostet halt auch weniger, was ich halt auch geil finde. Und dann kann sie mal erstmal einmal alles ernten. Und dann können wir ja schon. Warte mal, regnet es gleich? Nee, natürlich nicht. Okay. Sie ist jetzt aber sowieso schlecht gelaunt. Deswegen lasse ich sie mal einmal ganz schnell einmal duschen. Komm, gieß mal schnell. Weil jetzt ist gerade ihre Stimmung weg. Das muss ich mal einmal ganz kurz ausnutzen. Es regt mich auch dezent auf, dass sie den ganzen Garten immer gießen muss. Es regt mich dezent auf. Sie hat es jetzt auch mal geschafft. Danach kann sie mal einmal jeden. Unverordnet. Ich dachte schon, vielleicht hat sie es geschafft, verantwortlich zu machen. Aber nee. Hier, der Garten besprühen, das dauert ja auch mal ein bisschen. Deswegen lasse ich sie da jetzt mal einmal
kurz. Wenn ihr natürlich noch Story-Ideen für die kleine Malaika habt, dann könnt ihr mir die auch ruhig schreiben. Ich bin da total offen. Und wir schauen jetzt aber mal, wer uns was geschrieben hat. Oh, Feed. Das Mittagessen ist ideal, um Freundschaften zu schließen. Wer möchte sich mit mir anfreunden? Hat einfach keiner was drauf geschrieben. Malaika Hope, ich werde dich bis nächstes Jahr blipblocken. Goodbye, Tölpe. Blickblocken? Das habe ich aber nicht geschrieben. Okay. Also Nachrichten. Malaika Hope, was geht? Luke hat uns einfach gar nichts geschrieben, deswegen schreibe ich da, ich schicke ihm einfach mal einmal ganz kurz so ein Küssdings da und schicke dann Laser einfach mal eine freundliche SMS. Dein Style ist fantastisch, zeig mir, wie du das machst. Ey, du kannst doch nicht seine Nachricht einfach wieder kopieren. Also auf Henry hat irgendwie keiner Bock. Bei Laser bin ich mir unsicher, ob das jetzt ein Anmachspruch war, so. Wir können ja mal ein bisschen Blicke miteinander tauschen, mal schauen, was dann auch so entsteht. Könnte halt auch sein, dass er sowas geschrieben hat. Könnt ihr mir mal schreiben, was er damit meint? Ich weiß halt nicht. Genau, wir züchten mal einmal ganz. Ah, nee. Mit dem. Oh, ey. Mit dem Wirbelerd. Haben mit dem Falschen gezüchtet. Oh Gott, ey. Boah, das fand ich jetzt super toll. War super erfolgreich hier heute. Ich weiß heute auch noch gar nicht, weil wir haben halt fast alles hier jetzt. Ob wir dann gleich mal nach drüben gehen oder nicht. Ich würde aber halt schon sagen, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Aber du kannst ja mal hier anfangen. Aufräumen. 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 Und dann kannst du mal. Ach Mist. Sie kann nicht so viel auswählen. Mehr hat sie nicht. Ich dachte, okay. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen ernten. Aber dann haben wir erstmal 35 Kokosnüsse. Ein Pferd. Ach, wir haben so viel Geld. Wie cool. Das heißt, wir können uns immer mehr leisten. Ich finde es mal so krass, wie schnell der Tag auf Sulani umgeht. Ich weiß, ich habe in dem Part irgendwie wenig so gequasselt und gesagt, so ja, was will ich noch so machen in dem Let's Play hier. Aber irgendwie geht das immer so schnell um. Macht immer so Spaß. Es ist einfach so krass. Und wegen dem Merkmal, was ich eher gegeben habe, da könnt ihr auch schreiben, wie wir das vielleicht, also ich weiß ja, wie ich das ändern kann, das Merkmal. Aber damit meine ich jetzt so, ab wann wir vielleicht sagen können, ja, wir ändern das. Also, weil ich schon halt finde, dass die vielleicht irgendwann dieses Merkmal vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Finde ich halt auch ganz cool. Mal kaufen wir immer ganz kurz hier ein paar Frösche, weil die brauchen wir halt gerade nicht. Okay, was hast du so bekommen? Nichts. Gut, dann fangen wir einmal ganz kurz Frösche. Sie ist super genervt. Ich weiß nicht so genau, woran es liegt, aber man weiß ja nie. Manchmal passiert ja sowas einfach auf heiterem Himmel. Ein gepunkteter Herzfrosch. Wie cool. Wir haben noch einen neuen Frosch. Okay, ich weiß halt auch jetzt nicht, wie sie das jetzt nochmal ein bisschen aufbauen kann. Weil irgendwie kann sie nichts machen. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, wovon sie jetzt so gute, super gute Stimmungen haben kann. Und ich weiß halt auch nicht, wie sie in hier in ihren Feed was schreiben kann. Was ist die denn? Ich weiß es nicht. Können ja einfach mal schauen, was sie so machen können. Nee. Ich wollte jetzt eigentlich keine DN, also keine DN schicken. Heißt DN Nachricht? Das finde ich jetzt gerade dezent komisch. Wir können ja einfach Luke nochmal eine lustige Nachricht schicken. Vielleicht hat er da mal ein bisschen Lust auf uns. Kannst ja dann nochmal ein bisschen spielen. Weil so wirklich machen kann sie halt auch nichts. Das ist das eins, was mich ein bisschen aufregt an dem Merkmal, dass sie wirklich immer durchgängig genervt ist. Deswegen würde ich halt auch mal sagen, schicke ich sie mal einmal zurück und wir können sie ja mal einmal eine Seidlücklich-Routine machen. Weil der Rest, der geht halt alles irgendwie nicht. Wer ist das? Warte, nee, wir gehen jetzt zu Henry. Komm, 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 komm. Komm mal hierher. Wir gehen zu Henry. Wir gestehen ihm mal, sozial unbeholfen zu sein. Ich finde es krass, wie deren Beziehung jetzt schon ist. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir können ja einfach mal zu Henry gehen und ihn einfach mal sagen, dass wir sehr sozial unbeholfen sind. Boys and Girls, ihr müsst jetzt nicht ineinander stehen.
spritze ihn noch einfach mal. Weil er hat zum Beispiel jetzt gerade gar keinen Bock auf uns. Deswegen lasse ich jetzt aber mal ein bisschen plaudern. Vielleicht reden die ja über irgendwas Sinnvolles. Waren jetzt gerade ein bisschen lustig, glaube ich, miteinander. Er hat aber halt auch gar keinen Bock, mit uns zu reden. Wir können ja aber mal mit ihm über Ängste reden. Und wie es dann weitergehen wird, würde ich einfach mal sagen, also wie es weitergeht zwischen den beiden, würde ich einfach mal sagen, wenn wir im nächsten Part erfahren, werden die beiden sich noch näher kommen? Oder ist das das Ende dieser Beziehung? Mal schauen. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat dieser wunderbare Part gefallen. Und bei euch vergeht die Zeit auch immer so schnell wie bei mir, wenn ich aufnehme. Also wenn ihr das Video seht. Genau, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und da klingelt auch mein Wecker, deswegen ciao, ciao.